Ja, herzlich willkommen zu noch einer Folge Fischkopf TV. Hier ist euer Fischkopf. Wir spielen mal wieder bis Nashorn und zwar diesmal in der Arena. Und was haben wir denn da? Was haben wir denn hier? Ein Priester oder ein Druiden vielleicht oder vielleicht ein Warrior. Ich weiß es nicht. Vielleicht können wir einen Warrior nehmen oder einen Priester. Lass uns mal einen Priester. Wollen wir einen Priester nehmen? Oder einen Druiden? Lass uns mal einen Priester nehmen. Okay, letztes Mal hatte irgendwer in die Kommentare geschrieben, kannst du mal ein bisschen mehr kommentieren, warum du welche Karten nimmst? Weil ich habe mich gefragt, warum nimmt er diese Karten? Ich kann es ja mal so ein bisschen machen. Nicht viel, aber ein bisschen. Okay, Knife Juggler. Archer Commander ist an sich eine ganz coole Karte. Ne? Gerade für die Arena ist das, glaube ich, relativ nützlich. Und der Priester hat ja jetzt nicht unbedingt die Möglichkeit, mehrere Minions auf einmal zu rufen, dass hier mehrere Messer aus dem Knife Juggler kommen. Andererseits ist das eine gute Value-Karte. Lass uns die mal mitnehmen. Ich denke mal, der Knife Juggler ist besser. Die Klerikerin, natürlich, ja. Das ist unser Card-Draw. Da ziehen wir mal eine Karte, wenn wir einen unserer irgendeinen Minion, es muss nicht unser Freund-Minion sein, irgendeinen Minion heilen und sie auf dem Board ist, ziehen wir eine Karte. Sehr, 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 sehr nützlich. In der Arena finde ich Piloted Shredder auch sehr, sehr gut, weil, wenn der stirbt, kommt dann auch ein neues Ding raus. Das nennt man Sticky Minion und das ist sehr, sehr nützlich. So, Dark Cultist ist eine grandiose Karte, würde ich gerne mitnehmen, aber Villains Chosen macht manchmal unglaublich starke Sachen. Spielst irgendwie sie hier zum Beispiel auf Turn 1 und dann coinst du sie auf Turn 2 und dann hast du da ein 3, was hat die hier? 3 7er auf dem Board. Das ist krass. So, hier die drei Karten, eigentlich alle drei relativ gut. Ich persönlich finde den Mind Control Tag in der Arena sehr, sehr nützlich. Falls der Gegner mal 4 Minions auf dem Board hat, zack, klaust das Ding. Nehmen wir jetzt auch mit. Nehmen wir jetzt auch mit. So, Dark Cultist oder Zombie Show? Ah, Dark Cultist. Es ist eine gute Karte. Es ist eine sehr gute Karte. Hier nehmen wir noch einen Wellenchosen mit. Ein drittes vielleicht sogar auch noch. Jawoll. Holy Nova. Ah, AOE, klar. So, hier würde ich einen zweiten Mind Control Tag mitnehmen. Dummy ist relativ useless. Oh, und Silence. Da hätte man jetzt alle drei Karten nehmen können. Waren alle drei sehr, sehr gut. Hier. Der Shrinkmeister ist oft geil. Ja, und ich ärgere mich oft, dass ich den nicht mitgenommen habe. Zum Beispiel mit der, wie heißt die? Kabal Shadow Priest, Shababababa, die etwas übernimmt, was zwei Angriffe oder weniger hat. Und wenn das jetzt vier Angriffe oder weniger hat, oder mehr oder weniger, nee, vier oder weniger, dann kann man ihn damit ja quasi auch übernehmen, ne? Kurzen Schrinkmeister drauf, ja, die weniger Angriff, und dann kannst du sie übernehmen. Aber der Chillwind Yeti ist an sich eine sehr, sehr gute Arena-Karte. Wir riskieren es. Wir nehmen den Shrinkmeister mit und wahrscheinlich werden wir weinen, dass wir das getan haben. So langsam haben wir ein bisschen viele Dreier-Karten hier, ne? Lord of the Arena soll ja so unglaublich schlecht sein, die Karte. Ich nehme den jetzt trotzdem mal mit. Der kann dann manchmal den Arsch retten. Stormwind Champion. So, noch 15 Karten, ja. Ne, wir haben schon 15. Ja, noch 15. Was nehmen wir denn hier mit? Was nehmen wir denn mal hier mit? Das hier. Ist auch mit dem Knife Juggler vielleicht ganz cool, wenn das irgendwie klappen könnte. Hier nehmen wir mal den Spellbreaker mit. Hier, Thoughtseize ist immer sehr geil. Aber wir nehmen nochmal hier, jetzt nehmen wir nochmal einen Yeti mit. No? Da kann auch keiner weinen. Zweite Holy Nova, immer sehr, sehr gut. Da ist die Camel Shadow Priest. Aber die anderen Karten sind alle so unglaublich gut. Ich weiß es nicht. Lightbomb ist so ein toller Removal. Oh, das ist schwierig. Auch Enhanced Mechano kann unglaublich coole Sachen machen. Oh, ich kann mich nicht entscheiden. Ich kann mich nicht entscheiden. Lightbomb oder Cabal Shadow Priest. Im Moment wähle ich zwischen den beiden, weil die sehr, sehr stark sind. Er ist auch gut, aber... Und wir haben ja auch extra auf Risiko den Shrinkmeister mitgenommen. Wir dachten, wir kriegen vielleicht die Cabal Shadow Priest. Aber Lightbomb kann man... Oh, komm, Cabal Shadow Priest, oh mein Gott. Wahrscheinlich hätte ich Lightbomb mitnehmen sollen. Wahrscheinlich wäre das viel, viel schlauer gewesen. Wir nehmen nochmal diesen Zauber hier mit. Der kann sehr, sehr häufig sehr, sehr nützlich sein. Hier nehmen wir den Fairy Dragon mit. Hier nehmen wir den Taunt mit. Und so langsam wird es gefährlich. Inner Fire kann uns immer mal wieder den Arsch retten. Jetzt nehmen wir den Auctioneer mit, weil die anderen beiden Karten einfach unglaublich scheiße sind.
Und jetzt haben wir noch eine Chance auf noch eine Cabal Shadow Priest. Und ich glaube, die nehmen wir auch. Eine dritte! Nee, aber jetzt gehen wir. Ah! Eine dritte Cabal Shadow. Das macht keinen Sinn, ne? Die kostet 6 Mana. Nehmen wir Mind Games mit. Ist auch eine ganz schön coole Karte. Northshire Cleric für Card Draw oder den Ooze, falls wir gegen Leute spielen, die Waffen haben. Das ist schwierig. Wir nehmen den Ooze mit. Dann ist man ein bisschen besser gewappnet. Hier nehmen wir den Ogre mit, weil der wohl ziemlich stark sein soll in der Arena. Und hier ist es der Kodo. Ha! Ja, ich meine, bei solchen Sachen erkläre ich jetzt auch nicht, ne? Bruder Fist Ogre ist einfach stark. Das ist aber eine starke Karte für 6 Mana mit 7 Leben. Hat aber nicht 7 Angriff, kann somit auch nicht vom Big Game Hunter kaputt gemacht werden. Der Kodo macht halt einen 2er-Minion kaputt. Ist einfach cool. Ansonsten, Lord of the Arena ist verschrien als schlechte Karte. Wahrscheinlich, weil er relativ wenig Leben hat dafür, dass er 6 Mana kostet. Nehme ich jetzt mal an. Warum leuchten die hier so komisch? Weiß ich nicht. Ist wahrscheinlich irgendein Bug. Guck mal, die gucken da auch unten raus. Ich spiele es kaputt. Okay, cool. Los geht's. Los geht's. Es ist ein doch durchaus okayes Deck, glaube ich. Wir haben 3 Valence Chosen dabei. Das kann Sachen machen. Ich meine, man muss ja auch immer bedenken, das hat ja noch diesen extra Spell-Damage, ne? Es hat ja noch diesen extra Spell-Damage und der macht zum Beispiel die Holy Nova auch stärker. Er macht die ja mal eben 3 Schaden. An allem. Das sind ganz coole Sachen. Und jetzt, ja, könnte sein, dass ich froh bin, dass ich jetzt den Ooze mitgenommen habe. Wir schauen mal. Wenn den Chosen direkt auf der Hand behalten. Damit kann man Sachen machen. Also früher, als ich angefangen habe, habe ich immer gesagt, bei Arena muss man immer Hallo sagen. Immer. Und der Zug ist dann auch irgendwann abgefahren. Das behalten wir natürlich. Den Ulz spielen wir jetzt nicht. Ja, ja, du machst das schon. So, das ist jetzt ein bisschen ein Problem. Da würde ich jetzt den Mind Control Tag spielen. Wir haben ja noch einen und im Moment müssen da halt was dagegen legen, contesten sozusagen. Und es durfte nicht. Normalerweise werde ich den Ooze gelegt, wenn das jetzt kein Champion gewesen wäre, der durchaus gerne mit Waffen hantiert. Oh oh. Oh oh. Was kommt jetzt? What the? Der ist total OP! Den müssen wir töten. At the end of your turn, give another friendly mech +2/+2. Zieht euch das mal rein! Zieht euch das mal rein, Leute! Okay. The problem is, okay, wir könnten natürlich den töten und den Silence mit 0, aber was, und dann den Yeti spielen oder was? Weil alternativ würde ich jetzt Valence Chosen spielen, dann hätte der ja hier 5 Leben. Dann würde ich den da reinhauen. Aber dann tötet der den hier ganz schnell, ne? Und so könnten wir Valence Chosen noch behalten. Okay, also zack. Silence Set, Motherfucker. Und wir spielen den Yeti. Wir haben nur den einen Silence dabei, ne? Das ist ärgerlich. Oh, ah, oh. Warte mal, der hier schickt einen Kumpel, return a friendly minion to your hand. Da könnten wir jetzt Sachen mitmachen, ne? Wir könnten auch die Nova spielen, aber nein, komm, come on. Also, zack. Zack. Und wenn wir den jetzt heilen, dann ist das gut.
Nächste Runde wahrscheinlich den Boulderfist Ogre. Ach, warte mal. Das macht doch jetzt 3 Schaden. Schwing! Okay, Boulderfist Ogre muss warten. Ah, shit. Leute, das ist nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut. Machen es so. Hoffentlich kann er da nichts removen. Das wäre sehr, sehr ärgerlich. Oh je. Aber dass er jetzt auch einen Hogger hat in der Arena, ist natürlich immer. Da wird man immer leicht salty, ne? Da ist man immer so, ey, ich will auch eine Legendary haben. Aber na gut, schaffen wir schon. Irgendwie schaffen wir das schon. Jetzt muss erstmal der Hogger dran glauben. Das heißt, den Mage können wir jetzt noch nicht töten. Ich hoffe, er kann jetzt nicht irgendwie was machen. Um irgendwas hiervon. Nee, okay. Oder haben wir. Haben wir noch irgendein Removal? Nee. Warte mal, wie ist denn jetzt der Plan? Eigentlich gerne den Boulderfist Ogre spielen, oder? Ich meine, wenn wir jetzt den hier damit hochhauen, dann können wir den Mage töten und dann ist das Ding auf dem Board und das könnte dann in der nächsten Runde vielleicht den hier weghauen. Und wir könnten noch eine Karte ziehen. Dann machen wir das doch mal. Das war wahrscheinlich jetzt überhaupt nicht schlau. Naja, doch. Okay, das heißt sowas. Sowas. Wir töten nicht den Hogger, echt nicht? Doch. Scheiß auf den Mage. Der Hogger muss weg. Na, was los, Digga? Hast du einen Vanish dabei oder so? Ärgert mich jetzt schon ein bisschen, dass er nur ein Leben hat. Oh, shit. Okay. Yeti. Wir können 10 Schaden machen. Wollen wir das, ist die Frage. Oh! Ich wollte eigentlich Face gehen. Oh. Wollen wir noch Face gehen? Ich glaube ja. Zack. Und jetzt bitte kein Assassinate oder auch kein Mind Control Tag oder irgendwie sowas. Das wäre ärgerlich. Ja, auch nicht so gut. Kommt ein Blade Flurry. Oh, oh. Hast du da ein Blade Flurry drin? Noch auf der Hand? Nee, ne? Oh mein Gott. Oh, nö. Warte mal. Oh, shit. Ist es Lethal 13? Plus 3? Oh mein Gott, um ein Leben. Kann das sein? Habe ich dich verrechnet? Nein. Er hat noch... Alter. Ich hätte das Board clearen sollen. Da haben wir wieder das gute alte Problem. Ich bin ein Vollhorst. Und ich dachte mir, na gut, er wird jetzt nicht so eine krasse Kombo haben. Nein. Ich meine, so eine krasse Kombo war es ja auch eigentlich gar nicht. Aber das ist ärgerlich. Da, sowas ist sehr, sehr ärgerlich. Es tut mir leid, Leute. Es ist manchmal, macht man Sachen, manchmal nicht. Wir hätten das Board
passieren soll. La 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 la. Versus Gerash. Victory or death. Victory. Victory or death. Warrior. Also behalten wir den Us. Den könnten wir eigentlich auch behalten, aber dann haben wir nichts. Wir haben eh nichts zum Anfang, ne? Haben wir nicht? Haben wir doch? Haben wir schon. Na gut, da kalt ist, ist nicht schlecht. Dürfen wir auch hier den Us nicht am Anfang spielen. Der hat zu viel Value für gegen den Warrior, für gegen seine Waffe. Er hat einen Zombie-Joe. Und auch noch direkt auf der... Oh. Ja gut, dann machen wir das so. Oh shit. Holy shit. Wenn ich jetzt ein kaltes spiele, dann ist er noch nicht mal tot. Wenn der den angreift. Wir probieren es trotzdem. Die Chance ist ja, dass er uns ins Gesicht trifft. Das wäre so schön. Bitte. Bitte, 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 bitte. Yes. Yes. Nice moves. Jetzt können wir nämlich Pirate Treasure spielen. Und dann gucken wir mal, was passiert. Oh, das war Glück. Sehr, sehr Glück. Pile Shredder, ja. Oh. Ach, schade. Ich dachte, er geht auf den Dark Cultist. Das wäre sehr schön gewesen. Jetzt haben wir schon ganz schön viel Leben verloren, Digga. Was denn jetzt? Slam? Weil du jetzt noch... Okay. Ah, okay. Ja, den wollte ich jetzt nämlich da reinhauen. Das ist schon richtig. This is a problem. Oh, yes. Oh, yes, baby. Zack. 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 Nice. Okay. Hoffentlich kriegt er. Hoffentlich hat er kein Execute. Oh mein Gott. Das würde mich sehr ärgern. Silverhand Knight. Okay. Okay. Würde ich sagen, machen wir eine Vertontung draus. Holen uns den da weg. Na, hast du was? Hast du Mortal Strike? Fuck you. Und er hat's execute. Das ist doch nicht wahr! Hat er das. Das muss er ja getopdeckt haben, oder? So eine Scheiße. Wir machen es so. Damit wir einfach Board haben. Es ist einfach. Das ist der Hintergrund der ganzen Sache. Einfach Board haben. Oh! Was hat. Ah! Freeze. Mann! Oh nein. Wir haben kein Removal, fällt mir gerade auf. Tch! 6-6, das wäre sehr sinnlos. Wir könnten noch mal Valet Chosen darauf raufhauen. Das machen wir jetzt auch. Na, was machst du jetzt? Hast du noch ein Execute oder so ein Shit? Ich bin sehr, sehr gespannt.
Ja, was ist denn? Was hast du da? Nee. Das ist nicht euer fucking Ernst. Okay, immerhin. Zwei geholt. Hat er noch eine Waffe? Ich weiß es nicht. Oh, oder so. Ja, was sollen wir sonst machen, ne? Was sollen wir sonst machen? Ich könnte einen Us spielen, aber Springnecks. Hast du noch eine Waffe oder nicht? Ah ja, hast du. Okay. Okay. Ja, da lohnt sich das. Die habe ich übrigens lange nicht mehr gesehen im Spiel. Sehr, sehr lange nicht mehr gesehen. Mind Games. Geil. Und hoppa. Den können wir silenzen, aber ich finde, es lohnt sich nicht wirklich. Okay, lassen wir so. Aua! Der hat aber auch Antworten auf alles, ne? Ist euch das mal aufgefallen? Wieso da... Aber nur... Ah, okay. Okay, okay. Ich bin einverstanden. Ich glaube, ich muss... Ich bin gleich gezwungen, den Storm und Champion einfach so rauszuhauen. Oh, eine Holy Nova. Ach, haut man die jetzt raus? Haut man die jetzt schon raus? Ich finde nicht. Wir könnten hier noch swappen. Das macht auch nicht so richtig Sinn. Oh, ist das... Ich finde das schon spannend, ne? Ja, da kommt der Defender auf Argus. Und das ist ein Problem, weil jetzt ist... Ah, mit der Holy Nova. Wenn jetzt, wir müssen ja noch einen Valence Chosen eigentlich haben, ne? Eigentlich müssen wir eins haben. Kommt das jetzt? Nein. Inner Fire. Könnten ihn silenzen. Aber was bringt uns das? Gar nichts. Außer, dass der hier viel weniger Leben war. So viel weniger gar nicht. Es ist ein... Es ist nicht gut, was hier gerade passiert. Wenn er noch ein Execute hat, ist sowieso Kackerarsch. Eieieiei. Ich hätte ihn swappen können und dann in der Fire machen können. Dann wäre er wieder auf 6-6. Oh! Hoho! Meint ihr, er musste weg oder er dachte, er hat verloren? Mir egal, wir haben gewonnen. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge, wo wir diese Arena-Runde hier weiterspielen und hoffentlich gewinnen. Ja? 12-1. Ich freue mich drauf. Bis zum nächsten Mal, das war euer Fischkopf und tschüss.